Okay, dann fangen wir an und ich mache so ein bisschen, was ich mal sagen möchte, ist Essentielles. Das heißt nicht, dass diese Dinge so eins zu eins in der Klausur vorkommen. Ich denke, das werden Sie nicht ernsthaft erwarten. Aber woraus mir ein bisschen ankommt, sind so die großen Prinzipien, die wir in der Vorlesung kennengelernt haben, nochmal zu rekapitulieren und vor allen Dingen auch zu sagen, dass diese Prinzipien nicht nur an die Stelle der Vorlesung gehören, an der sie erschienen sind, also feste Körper oder beformierbare Körper oder Punktmechanik oder Thermodynamik, sondern dass es Zusammenhänge gibt, die über die Kapitel hinausgehen. Das wird zukünftig im Studium noch viel wichtiger werden. Also Sie werden hoffentlich dann sehen, dass die Quantenmechanik in der Physik 3 Zusammenhänge hat mit dem, was wir in der Physik 1 gemacht haben. Diese Zusammenhänge zu sehen, diese großen Zusammenhänge zu sehen, ist die große Herausforderung, sage ich jetzt mal, im Bachelor-Master-Studium. Das ist das Einzige, was wirklich verloren gegangen ist, weil Sie halt nicht mehr in diese Situation kommen, wie früher im Diplomstudium, dass Sie am Ende alles einmal können müssen, alles ein bisschen. Das gibt es nicht mehr. Jetzt fokussieren Sie immer nur auf eine Klausur, vergessen, nächste Klausur, vergessen und so weiter. Und das ist wirklich ein massives Problem dieses Studienganges. Und deshalb versuche ich und viele andere auch, Zusammenhänge herzustellen. Im Moment kann ich das noch nicht so richtig machen, weil wir haben erst ein Semester. Aber am Ende des zweiten Semesters hoffentlich wird dann noch mehr davon kommen. Die Physik lebt natürlich davon, dass diese Dinge miteinander zusammenhängen. Ja, wir fangen mal an mit den ersten Sachen, die wir gemacht haben. Ich habe, glaube ich, irgendwie 6 Punkte oder sowas rausgesucht. Mal sehen, wie weit wir heute kommen. Die Sachen, die ich jetzt nicht schaffe, das ist natürlich auch auf dem Web, was ich hier habe, können Sie sich anschauen. Das erste sozusagen übergreifende Prinzip, über das ich sprechen möchte nochmal, ist etwas, was ich als Mittelwerte hier bezeichne. Wir haben damit angefangen. Ja, wir haben über Statistik geredet. Und Sie erinnern sich noch, eine der ersten Gleichungen, die wir auch hingeschrieben haben und die wir auch begründet haben als Minimierung des quadratischen Abstands zum besten Wert, hatten wir gesagt, ist der Mittelwert. Und der Mittelwert, da haben wir gesagt, wir können physikalische Messgrößen haben, xi, aber das können natürlich irgendwelche physikalischen Größen sein. Und wenn ich die alle aufsummiere, dann ist das etwas, was kann man sagen, eine kollektive Aussage ist. Das hier sind Einzelmessungen, ja, also wirklich einzelne Objekte. Und wir werden natürlich später, und Sie wissen das, in der Thermodynamik sind das dann einzelne Teilchen, sind einzelne physikalische Größen. Und das hier ist eine, will ich mal sagen, kollektive Größe. Das ist nur eine Zahl. Das ist eine Zahl, die beschreibt das gesamte Ensemble von Messwerten. Es ist klar, dass diese Zahl nicht alle Informationen trägt, die in diesen Messwerten drinstecken. Da können ja die skurrilsten Korrelationen drinstecken, merkwürdige Verteilungen, alles Mögliche. Aber eine Möglichkeit, dieses Ensemble von N-Zahlen auf eine zu kollabieren, also wirklich kollektiv zu beschreiben, eine, die allereinfachste Möglichkeit ist, einfach den Mittelwert auszurechnen. Natürlich ist das nicht der Mittelwert, sondern ich muss noch teilen durch die Anzahl der Messungen. Das ist etwas, was man im weiteren Sinne als eine Art Normierung bezeichnen kann. Das ist also nur das Teilen durch eine Zahl, nämlich die Anzahl der Messungen. Kann ich im Grunde auch weglassen, ich könnte auch durch eine andere Zahl teilen. Worauf es ankommt, der Vorgang, der wichtig ist, diese Summation hier. Okay? Wir hatten dann später in der Mechanik, wenn Sie sich erinnern, hatten wir eine Größe kennengelernt, die sah so ähnlich aus. Und das war die Koordinate des Schwerpunkts, okay, wenn Sie sich daran erinnern. Was hatten wir eigentlich gemacht, als wir den Schwerpunkt ausgerechnet haben? Wir haben gesagt, wir gehen jetzt von einem Teilchen zu vielen Teilchen. Wir haben gesagt, zunächst mal können das auch abzählbar viele Teilchen sein. Und wir haben ja in der Thermodynamik auch gesehen, dass man im Prinzip die Teilchen in diesem Raum schon abzählen kann. Ne? Gibt also 6 mal 10 hoch 23 pro Mol. Und wie viele Mol in diesem Raum sind, könnte man im Prinzip, wenn man möchte, ausrechnen. Das heißt, hier muss ich eigentlich auch wieder I von 1 bis N machen. Und hier muss ich einfach die einzelnen Koordinaten aufsummieren. RI, die diese Punkte haben. Ich habe irgendwo meinen Koordinatenursprung, da sage ich, da ist ein Gasmolekül, da ist eins und da ist eins und da ist eins und da ist eins. Und ich muss diese Vektorsumme ausrechnen. Das ist das, was ich beim Schwerpunkt mache. Nur ist es so, beim Schwerpunkt kommt was Wichtiges dazu. Da rechnet man nicht einfach nur den Mittelwert aus, sondern macht so etwas wie eine Massengewichtung. Wir sagen,
bestimmte Teilchen sind irgendwie wichtiger als andere. Was meine ich damit? Naja, kann es auch sein, dass da irgendwie ein CO2-Molekül dazwischen ist, ne? Wenn ich mir das Gas ausrechne. Und das ist schwerer als ein Sauerstoffmolekül. Ja? Und das hat sozusagen mehr Wichtigkeit, wenn ich über den Schwerpunkt rede. Wir reden ja über den Massenmittelpunkt, so nennt man den auch. Und darum multiplizieren wir das Ganze immer jeweils mit Mi. Das ist Ri mal Mi, aber es ist auch eine Mittelwertbildung. Und was wir auch machen müssen, ist natürlich eine Normierung. Wir wollen nicht einfach nur alle Koordinaten addieren, sondern wir wollen das Ganze dann auch wieder teilen und normieren. Und das machen wir nicht, indem wir durch die Anzahl der Teilchen reden, sondern natürlich dann teilen wir durch die Masse, durch die Gesamtmasse des Systems oder einfach so wie I über 1 bis N über Mi. Das ist im Grunde dasselbe Prinzip. Ja? Also die Mittelwertbildung, die Tatsache, die einzelnen Massenelemente interessieren mich nicht. Ich will eine Größe haben, die den ganzen Körper beschreibt. Das ist eine wichtige Sache. Und wir haben gesagt, dieser Schwerpunkt ist nützlich. Ja? Gasmoleküle, habe ich eben drüber geredet, jetzt ist leider alle meine Spielzeuge verschwunden hier. Aber wenn ich einen Boomerang nehme beispielsweise, dann kann ich den Schwerpunkt ausrechnen mit Hilfe so einer Gleichung. Wir werden gar noch eine bessere hinschreiben. Und dann kann ich den werfen. Und was haben wir gesehen? Der Schwerpunkt beschreibt die Bewegung dieses Objektes unter dem Einfluss äußerer Kräfte. Ja, wenn ich nur die äußeren Kräfte anschaue, dann ist die Bewegung des Schwerpunkts dessen, was ich eigentlich brauche, um den Körper zu beschreiben. Der kann auch noch rotieren natürlich und dann ist es eine Rotation um den Schwerpunkt. Okay, gut, also zum Beispiel eben äußere Kräfte sind das Gravitationsfeld beispielsweise. Okay, das ist also dasselbe. Jetzt haben wir natürlich gesagt, naja, in so Festkörpern, in starren Körpern, die bestehen zwar aus 6 mal 10 hoch 23 Teilchen, mal der Anzahl der Mole, aber eigentlich kann ich einen Kontinuumsübergang machen. Und das haben wir auch immer wieder gemacht in der Vorlesung. Ja, wir sind ins Kontinuum übergegangen. Wir sagen, es gibt zwar einzelne Teilchen, aber zu der Zeit, in der diese Gleichungen entwickelt wurden, da wusste man das auch noch nicht so genau, ob es wirklich einzelne Teilchen gibt. Und da hat man zunächst mal gesagt, der Schwerpunkt ist eigentlich eine Eigenschaft, die ein kontinuierliches Objekt hat. Und dann hatten wir gesagt, wir müssen jetzt die Koordinaten nehmen und die Masseelemente, das sind infinitesimal kleine Massenelemente. Okay? Und wir müssen das Ganze über das Volumen integrieren. Das sind diese Volumenintegrale. Ich weiß, dass die sehr spät gekommen sind in der theoretischen Physik hier. Das ist schade, das tut mir leid, wenn ich das gewusst hätte. Ich hätte vielleicht mehr reden müssen mit dem Herrn Plän, aber ich denke, Sie haben es ja jetzt gemacht, wie man wirklich Volumenintegrale ausrechnet. Dieses ist ein Volumenintegral. Warum ist das ein Volumenintegral? Da steht ja dm. Wie integriert man über dm? Nun, weil das ist natürlich sowas wie Rho von R mal dv. Und das ist nur Geometrie hier. Ja? Das heißt, wenn ich dv ausrechne ohne irgendwie Rho von R oder R davor, zum Beispiel eine Kugel, dann kommt 4 Drittel Pi R hoch 3 raus. Jetzt muss ich aber im Allgemeinen noch Rho dazu rechnen, das ist sozusagen die Massenverteilung. Häufig hängt Rho gar nicht von R ab, also wenn ich zum Beispiel diesen Boomerang habe oder irgendwie ein Stück Holz oder sowas, dann ist die Dichte eigentlich überall gleich. Das heißt, ich brauche diese Integration über R gar nicht durchführen, ich kann das Rho vor das Integral schreiben und dann ist es nur Rho Integral RdV. Das ist also nur das Volumenintegral multipliziert nochmal mit dem Radiusvektor. Okay, das ist also der Schwerpunkt und auch hier ist natürlich die Normierung wichtig. Und auch hier bleibt die Normierung, dass ich teile am Ende dadurch, wie viel das Ganze wiegt. Sonst würde ich nämlich hier eine Größe bekommen, die davon abhängt, wie viel das Ding wiegt. Je größer der Körper ist, desto mehr würde der wiegen und das würde für die Schwerpunktkoordinate würde das keinen Sinn machen. Es hätte auch nicht die Dimension eines Abstandes oder einer Koordinate, wenn ich nicht durch m teilen würde. Allein das ist schon ein gutes Argument. Wir haben dann einen Schritt weiter gemacht noch. Wie gesagt, wir fassen jetzt Dinge zusammen, übergreifend. Ja? Wir haben gesagt, es gibt auch andere Gelegenheiten, wo ich Mittelwerte ausrechne. Und zum Beispiel haben wir über die Geschwindigkeiten geredet. Das war ganz am Schluss der Vorlesung. Auch das gehört noch zum Stoff dieser Vorlesung. Geschwindigkeitsverteilung, zum Beispiel die X-Komponente der Geschwindigkeit von Gasmolekülen, hat man gesagt, die ist besonders interessant, weil dieser Mittelwert, der hat einen ganz witzigen Eigenschaft, der ist Null. Warum ist der Null? Haben wir gesagt, bei ruhenden Gasen ist der Null, ja, weil bei dem ruhenden Gas kann es nicht sein, dass wenn das die X-Richtung ist, dass in die eine Richtung mehr fliegt als in die andere, dann würde sich das Gas ja einfach
in eine Richtung als ganzes Kollektiv bewegen. Das ist eine kollektive Größe hier. Wenn die nicht null wäre, gäbe es eine kollektive X-Bewegung. Und in diesem Raum ruht das Gas. Das passiert also nicht. Also sollte das null sein, in anderen Worten, die Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Geschwindigkeiten, die muss auf jeden Fall symmetrisch sein. Das hatten wir gebraucht, um diese Verbindung zwischen der Gasgleichung und der kinetischen Gastheorie herzustellen. Und auch hier machen wir eine Integration, und die geht hier jetzt natürlich über eine eindimensionale Größe einfach nur, nämlich über die Geschwindigkeit. Also was da oben dm ist oder dv, ist hier dvx. Und was ich jetzt machen muss, ich muss mir überlegen, was ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, eine Geschwindigkeit zu finden in einem bestimmten Geschwindigkeitsintervall. Das war die Wahrscheinlichkeitsverteilung, die hatten wir als Verteilungsfunktion bezeichnet, vf, Verteilungsfunktion. Und wir brauchen natürlich die Größe selbst, die wir anschauen hier, nämlich dieses Vx. Das ist das Integral, das wir ausrechnen müssen. Auch das ist wieder ein Mittelwert. Geht in diesem Fall vermutlich von minus unendlich bis plus unendlich, weil alle Geschwindigkeiten vorkommen können. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist das hier mit der Normierung? Nur wir hatten gesagt, die ist hier wohl die Anzahl der Teilchen, durch die ich teilen muss. Wieder genau dieselbe Struktur wie bei allen Mittelwerten. Und hier ist es auch wert, nochmal uns alle daran zu erinnern, was eigentlich eine Verteilungsfunktion ist. Ja? Haben wir auch gesagt, das ist eine wichtige Sache in der Physik. Also schon bei der Fehlerrechnung war sie aufgetaucht, aber hier bei der Thermodynamik wurde sie plötzlich sehr wichtig. Ja? Also wir können irgendwie eine Verteilungsfunktion nehmen, einer Größe, ja, die ich jetzt mal ganz abstrakt als g bezeichne. Das ist eine physikalische Größe, habe ich jetzt hier nicht so aufgeschrieben. Und das ist die Verteilungsfunktion f von g. Und die kann irgendwie so aussehen zum Beispiel. Ja, kann auch von mir aus noch hier weiterlaufen. Ja, so kann die zum Beispiel aussehen. Das ist eine Verteilungsfunktion dieser Größe. Was sagt diese Verteilungsfunktion aus? Diese Verteilungsfunktion sagt aus, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Teilchen, das durch diese Verteilungsfunktion beschrieben wird, in einem Intervall finde zwischen g und g plus dg. Ja, in anderen Worten ausgedrückt, was wahrscheinlich, wofür man sorgen muss, wenn man so eine Verteilungsfunktion konstruiert, dass wenn man die, ich schreibe es jetzt, ich habe hier im Skript das mit dvx gemacht, jetzt nehme ich eine abstrakte Größe dg, macht ja nichts, wenn ich das über alle g's integriere, also wenn ich hier draußen anfange, ja, und da hinten aufhöre, dann muss ich sowas bekommen wie, schreiben wir das mal hin, also n von g mal dg, also das ist, oder f von g, Entschuldigung, habe ich da genannt, jetzt f von g mal dg, wenn ich das integriere, dann muss ich irgendwas Endliches rauskriegen, sonst macht das keinen Sinn. Jetzt gibt es zwei verschiedene Dinge, die ich rauskriegen kann. Das eine wäre, dass ich sage, ich bekomme n raus, die Anzahl der Teilchen, die dadurch beschrieben wird. Das wäre die Normierung auf n, wie man sagt, Normierung. Das ist auch das, was wir da hinten gemacht haben. Hier gemacht haben. Darum teilen wir hier durch n, ja, um den Mittelwert auszurechnen. Ja. Das heißt, wofür man sorgen muss bei einer Verteilungsfunktion, dass da wirklich, wenn ich die von hier bis hier integriere, etwas Endliches rauskommt. Wenn diese Verteilungsfunktion aus irgendeinem Grunde so aussieht, dass sie hier zum Beispiel exponentiell anwächst, ja, dann hätten wir ein Problem mit unserer Verteilungsfunktion. Dann wäre die, wie man sagt, nicht physikalisch, weil dann wäre dieses Integral nicht endlich und dann könnten Sie es nicht normieren. Dann wäre das nicht geeignet als Verteilungsfunktion. Können Sie sagen, das ist dummes Zeug, aber wir werden später sehen, spätestens oder Sie werden sehen in der Physik 3, dass es solche Fälle gegeben hat in der Physik, wo man genau so etwas theoretisch berechnet hat. Das ist diese berühmte Strahlung des schwarzen Körpers beispielsweise, die Energieverteilungsfunktion, die ein Körper einer gegebenen Temperatur ausstrahlt. Ja, die klassische Physik sagt voraus, dass diese Verteilungsfunktion über alle Grenzen wächst, wenn man sie über die Wellenlänge bzw. die Frequenz integriert. Das ist ein unphysikalisches Ergebnis. Das heißt, es ist wichtig, darauf zu achten, ist eigentlich meine Theorie vernünftig? Und daran sah man, dass die klassische Physik nicht vernünftig ist. Das hat man an so einem Bild gesehen, weil die Verteilungsfunktion nicht normierbar war. Die Quantenmechanik hat das dann geregelt. Okay? Das heißt, es ist wichtig, dass diese Normierung möglich ist, aber man muss auch darauf achten, dass es der Fall ist. Es muss nicht notwendigerweise so sein. Es gibt auch Verteilungsfunktionen, wenn wir über Wahrscheinlichkeiten reden, dann ist es natürlich sozusagen automatisch gleich auf 1 normiert. Aber die Normierung von n auf 1 ist natürlich einfach zu machen, da teile ich einfach durch n. Das kann man machen, wie man will. Insofern muss man bei Verteilungsfunktionen, wenn Sie irgendwie eine intelligente Frage stellen wollen,
in Vorträgen, wo Leute über Verteilungsfunktionen reden, können sie sagen, ist die SA nicht auf N oder auf 1 normiert? Ja? Häufig können Leute das nicht beantworten, das ist dann auch immer ganz witzig. Aber das sieht man dann daran, natürlich, welche Werte da stehen. Irgendwie, ne? Es auch, diese Verteilungsfunktionen sind natürlich nicht nur wichtig, um sie von Minus unendlich bis Plus unendlich zu integrieren. Das ist nicht das Einzige. Was man auch damit machen kann, ist zu sagen, ich integriere sie mal nur von hier bis hier zum Beispiel. Ja, also von einem Wert G1 bis zu einem Wert G2. Was habe ich davon? Dann kann ich zum Beispiel sagen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, also wenn es auf 1 normiert ist, ist es eine Wahrscheinlichkeit, oder wie viele Teilchen, wenn es auf N normiert ist, finde ich im Intervall zwischen G1 und G2. Das ist eine wichtige Aussage. Also beispielsweise bei Geschwindigkeiten ist das wichtig. Ich habe hier dieses Beispiel in meinen Notizen. Ich kann zum Beispiel sagen, wie viele Teilchen befinden sich zwischen 100 Meter pro Sekunde und 200 Meter pro Sekunde. Das könnten Sie, wenn Sie die Verteilungsfunktion wissen, könnten Sie durch Lösung des Integrals zwischen zwei Grenzen ausrechnen. So, das war so ein bisschen Wiederholung, Statistik, Wahrscheinlichkeitsfunktion, Mittelwerte. Das ist ein ganz wichtiges Thema und man sieht das häufig nicht so richtig in der Physik 1, weil man sagt, das hat nur was mit Fehlerrechnung zu tun, das interessiert mich sowieso nicht so, das brauche ich mal irgendwann im Praktikum und dann kann ich das wieder vergessen, weil ich sowieso keine Experimentalphysik machen will. Ja? Und außerdem werden die Fehler von irgendwelchen Taschenrechnern ausgerechnet. Das ist nicht ganz richtig. Sie werden sehen, dass diese Art von Integration über Wahrscheinlichkeitsverteilung mit Normierung, die Physik ist voll davon, in der klassischen Physik und in der Quantenmechanik. Und es geht immer um dasselbe eigentlich. Es geht darum, eine irgendwie sehr kompliziert verteilte Größe, das ist offensichtlich eine sehr komplizierte Verteilungsfunktion. Ich behaupte nicht, dass es die einfach gibt in der Natur. Aber um die sozusagen zu kollabieren auf eine einzelne kollektive Größe, die nicht alles beschreibt, was da drin steckt an Informationen, aber einen wesentlichen Teil, nämlich den Mittelwert. Okay, gut. Das Zweite, was ich besprechen möchte, ist jetzt was völlig anderes. Nochmal eine Erinnerung an Bewegungsgleichung. Das war das andere wichtige Prinzip, das wir, oder vielleicht sogar das wichtigste Prinzip oder Konzept, was wir gefunden haben in der Physik 1. Und die entscheidende Bewegungsgleichung, das wissen Sie noch, und wir haben nur eine kennengelernt, da ist natürlich F gleich M mal A. Und das Interessante ist, dass wir sagen, das ist gleich M mal V Punkt oder gleich M mal X Doppelpunkt oder gleich P Punkt. Ja, F ist gleich P Punkt. Das war eine ganz wichtige Sache. Und das Spannende, was man machen kann, wenn man diese Bewegungsgleichung erstmal hinschreibt und dann löst, ist, dass man, wenn man A kennt, natürlich durch eine Integration in diese Richtung oder eine Differenziation in die andere Richtung, x von t und v von t ausrechnen kann. Und dieses x von t, das ist häufig das, was man dann als Lösung bezeichnet der Gleichung. Man kann auch v von t als Lösung bezeichnen. Aber im Grunde, was einen wirklich interessiert, ist x von t. Und das Interessante ist, dass es ist eine Zeitabhängigkeit gibt. Das heißt, Sie können sowas machen wie eine Vorhersage oder so etwas wie eine Prediction und im Prinzip auch sowas, was heißt im Prinzip, ist genauso einfach eine Postdiction, also eine Vorhersage und eine, wie soll ich sagen, Nachhersage. Sie können, wenn Sie so ein Teilchen anschauen, das da durchs Universum fliegt, können Sie sagen, was das in der Zukunft macht und auch was es in der Vergangenheit getan hat. Das heißt, diese Gleichung, die Lösung dieser Gleichung, die sind sehr nützlich, weil die Physik, die wir bisher gefunden haben, mit einer kleinen Ausnahme, die wir schon angeschaut haben, ist Zeitumkehrinvariant. Das war eine wichtige Sache. Ob ich die Zeit vorwärts oder rückwärts laufen, ist egal. Die Physik hat immer Vorhersagekraft. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die diese Gleichung liefert. Sie werden in der Mechanik später sehen, dass es natürlich eine Menge anderer Arten gibt, diese Bewegungsgleichung zu formulieren. Der Lagrange- und der Hamilton-Mechanismus sind Beispiele, die auf dem Prinzip der kleinsten Wirkung bzw. der Energieerhaltung basieren. Und dieses hier ist eine Formulierung durch Kräfte und Impulse oder Änderung von Impulsen. Das ist aber nur im Grunde mathematischer Hokuspokus. Was da drin steckt, ist, dass die Physik diese Vorhersagekraft hat in der Mechanik. Das Wichtige, was wir kennengelernt haben, war jetzt noch, dass wir uns diese Kräfte angeschaut haben in der Vorlesung. Und wir haben gesagt, dieses hier, das sind zunächst mal diese berühmten vier Wechselwirkungen, wobei wir uns eigentlich fast immer nur mit einer beschäftigt haben, nämlich der Gravitation, insbesondere auch der Gravitation, der konstanten Gravitation, also kleine Bewegungen im Labor, in dem
die Änderung des Gravitationsfeldstärken zu vernachlässigen ist. Wir haben ein bisschen uns mit Federn beschäftigt, die eine Inkarnation der elektrischen Kräfte sind. Wir haben darauf hingewiesen, dass es starke Wechselwirkung, schwache Wechselwirkung gibt. Das ist sozusagen das, was die Physik an physikalischen Kräften heute zur Verfügung stellt. Das stellen Sie auf die linke Seite und dann können Sie auf der rechten Seite alle diese Vorhersagen machen. Dann haben wir noch was anderes kennengelernt, was relativ skurril war eigentlich. Aber wenn man die Galilei-Transformationen kennt, relativ leicht oder sehr leicht hinzuschreiben ist. Und das sind die sogenannten Trägheitskräfte, die fatalerweise auch als Scheinkräfte bezeichnet werden. Okay? Diese Trägheitskräfte. Na, was war das? Das waren diese Kräfte, die auftreten, wenn man von einem Inertialsystem in ein beschleunigtes Bezugssystem geht. Na, wir haben immer gesagt, dieser Hörsaal ist, ja, natürlich drehen wir uns um die Sonne und um uns selbst und all diese Geschichten, aber wenn wir hier drin sitzen, wissen wir das alles nicht. Also das ist irgendwie ein relativ gutes Inertialsystem. Was ist ein Inertialsystem? Ein Inertialsystem ist ein System, in dem das Newtonsche Trägheitsprinzip gilt. Das heißt, in dem ein Objekt seine Geschwindigkeit nur ändert, wenn eine physikalische Kraft auf ihn wirkt. Okay? Das ist ein Inertialsystem. Physikalische Kraft meine ich Gravitation, Elektromagnetismus, starke und schwache Wechselwirkung. Jetzt wissen wir aber, dass das gar nicht gilt, wenn wir hatten diese berühmte Drehscheibe, haben das Auto da drauf gestellt und wir haben gesagt, auf das Auto wirkt aber auch eine Kraft, obwohl es nicht die Gravitation und im Grunde auch nicht die elektrische, magnetische oder sonstige Kraft, sondern es ist eine Trägheitskraft, es ist eine Kraft, die dadurch verursacht wird, dass sich das Bezugssystem nicht nur bewegt, das wäre nicht so schlimm, dann wäre es ein Inertialsystem, aber dass es sich beschleunigt bewegt. Ja. Schauen wir uns das nochmal an. Ich möchte nochmal diesen Unterschied klar machen zwischen dem, was wir als Zentripetal- und Zentrifugalkraft bezeichnet haben. Das mag ein bisschen kleinlich wirken, ist es vielleicht auch, aber es ist schon von der physikalischen Prinzip ist das eine wichtige Sache. Wir haben also hier irgendwie eine Masse, zum Beispiel auf einer sich drehenden Scheibe, und diese sich drehende Scheibe, die ist irgendwie hier an einem Motor festgemacht und dreht sich mit einer Winkelgeschwindigkeit, die zum Beispiel konstant sein kann, okay? Und wir hatten gesagt, dieses Ding kann ich anschauen von einem äußeren System, das diesen unsäglichen Namen IS trägt, also Inertialsystem. Okay, und wir hatten gesagt, dieses System, auf dem ich mich da befinde mit meiner Masse, das kann ich zum Beispiel mal S nennen, und das sind zwei verschiedene Systeme, und das ist beschleunigt. Warum ist das beschleunigt? Weil es sich dreht. Und woher wissen wir, dass dieses System beschleunigt ist? Wir sind im Inertialsystem, also Sie, wenn Sie auf diese Scheibe schauen, und ich, wir sind in diesem Inertialsystem. Okay? Und in diesem Inertialsystem beobachten wir, dass sich diese Masse hier, was sich die Scheibe dreht, auf einer Kreisbahn bewegt. Und wir sagen, aha, dessen Geschwindigkeit ändert sich. Ja? Das ist das, was wir beobachten. Und was Newton uns sagt, für die Änderung der Geschwindigkeit muss es eine Ursache geben. Und diese Ursache, die bezeichnen wir als Beschleunigung. Und das heißt, in IS können wir eigentlich nur feststellen, dass es diese Beschleunigung gibt. Wir merken nichts von irgendwelchen Kräften oder sonst irgendwas, wir beschreiben nur die Beschleunigung. Wir wissen, das Ding bewegt sich im Kreis, es muss eine geben. Und wenn wir das genau anschauen, dann können wir auch sagen, in welche Richtung diese Beschleunigung sich bewegt. Diese Beschleunigung muss in diese Richtung hier zeigen. A, also wenn der Radiusvektor nach außen zeigt, muss sie gegen R gerichtet sein. Muss gegen R gerichtet sein, weil die zeigt immer nach innen und weil die Beschleunigung immer nach innen zeigt, bewegt sich dieses Ding auf der Kreisbahn. Das ist das, was sozusagen auf beschreibende Art und Weise das darstellt, was wir von außen sehen. Und wir hatten gesagt, diese Beschleunigung, die die Ursache bildet für die Kreisbewegung, die haben wir als AZB bezeichnet, ZP bezeichnet. Und die geht in minus R-Richtung. Und die Richtung von R, nicht den Betrag von R, den repräsentieren wir häufig durch diesen Einheitsvektor. Kann man auch als klein er bezeichnen. Das ist einfach der Radiusvektor, habe ich jetzt nicht eingezeichnet, der von hier zur Masse zeigt. Und diese Beschleunigung, die eine andere Einheit hat offensichtlich als der Radiusvektor, die zeigt nach innen. Sonst wird sich das Ding nicht im Kreis bewegen. Das ist das, was wir von außen im Inertialsystem sehen. Okay? Und dann haben wir das aber auch hergeleitet, das ist relativ banal, wir haben Polarkoordinaten eingeführt, haben zweimal den Kreisbahn differenziert und sind dann auf diese Beschleunigung gekommen und wir haben gesagt, die hängen in der Tat durch die zweimalige Differenziation von Omega Quadrat ab
und natürlich von R, je weiter ich draußen bin, desto größer ist diese Beschleunigung und die zeigt in negative Richtung. Das Ganze kann man natürlich mit, ja, und das ist die Zentripetalbeschleunigung, ja, ZP-Beschleunigung. Und diese Beschleunigung muss natürlich dann auch mit einer Kraft verbunden sein. Ja? Das kann ich einfach hinschreiben und muss ich einfach nur F gleich M mal A, also FZP. Und jetzt schreibe ich mal noch was, was wichtig ist, das hängt von R ab. Und Sie sehen, ich male da schon mal keinen Vektor hin. Ja? Und das ist gleich minus R mal Omega Quadrat mal R durch R mal M. Das ist jetzt, was dazukommt, weil das ist eine Masse, die sich hier bewegt. Ich schreibe das jetzt nochmal hin, weil das ist eine interessante Kraft, von der wir auch andere schon kennengelernt haben. Wovon hängt diese Kraft ab? Das ist nur ein Einheitsvektor hier, der gibt nur eine Richtung. Wie gesagt, dass hier R steht, ist immer so ein bisschen irreführend, wenn man sagt, oh, das hängt vom R-Vektor ab. Tut es aber nicht wirklich. Ich teile ja gleich wieder durch den Betrag. Das stellt nur die radiale Richtung sicher. Die einzige Abhängigkeit von einer Koordinate dieser Kraft ist diese hier. Okay, und das ist kein Vektor, das ist nur davon, wie weit man weg ist. Das heißt, wenn ich mich auf dieser Kreisbahn hier bewege, dann hängt die Kraft nur davon ab, wie weit ich weg bin vom Koordinatenursprung oder vom Rotationsmittelpunkt. Es hängt insbesondere nicht davon ab, bei welchem Winkel ich gerade bin. Das könnte ja auch sein. Ja? Könnte ja sein, dass die Kraft auf dieser Seite größer ist als auf dieser Seite. Dann hätte ich noch zusätzlich eine azimutale Abhängigkeit. Es konnte auch noch sein, dass es davon abhängt, ob dieser Tisch jetzt so steht oder so oder so. Dann hätte ich noch eine Abhängigkeit vom Polarwinkel. Ja, wenn ich dreidimensionale Polarkoordinaten habe, dann habe ich R, Theta und Phi. Im Prinzip könnte die Kraft davon abhängen. Tut sie aber nicht. Sie hängt nur von R ab, nur von diesem Abstand. Auch wenn der Tisch so steht, hängt es wieder nur vom Abstand ab. Wir haben hier keine Gravitation in diesem Fall. Okay, wie nennen wir so eine Kraft? Das war eine wichtige Sache. Die hatten wir, so eine Kraft, die nur vom Abstand abhängt, hatten wir gesagt, ist ein Beispiel für eine Radialkraft. Ja? Oder manchmal hatten wir die auch als Zentralkraft bezeichnet. Und ein anderes Beispiel haben wir noch kennengelernt. Die sieht anders aus, aber hat auch diese Eigenschaft, eine Radialkraft zu sein. Das ist die Gravitationskraft. Ja? Das ist was ganz anderes, das hat gar nichts damit zu tun. Aber ich hoffe, Sie sehen jetzt sofort die Ähnlichkeit. Da schreiben wir irgendwie M mal M, was immer das ist, also Erde, Mond oder sowas. Und hier steht auch wieder dieses R durch R, um die Richtung sicherzustellen. Und hier hätte ich jetzt noch ein R hinschreiben sollen. Auch hier hängt es nur von R ab. Aber auf andere Art und Weise. Diese Zentripetalkraft hängt linear von R ab, je größer, desto weiter man weg ist. Anschaulich klar, offensichtlich. Ne? Die Gravitationskraft ist genau umgekehrt. Die wird immer schwächer, je weiter man weg ist. Das sind spezielle Eigenschaften dieser Kräfte. Ne? Aber es sind beides Radialkräfte oder Zentralkräfte. Und auch das ist wieder eine ganz wichtige Sache in der Physik. Radial- und Zentralkräfte, wir haben das sogar gezeigt, zum Beispiel erhalten den Drehimpuls. Ja. Was da? Was ist da? Warum ist da kein Minus? Das ist eine gute Frage. Weiß das jemand? Der Grund ist ziemlich einfach, weil ich es vergessen habe. Also, danke. Die Gravitation ist eine anziehende Kraft offensichtlich. Ne? Also, darum muss da ein Minus zeichnen. Aber es kam ja im Moment nicht aufs Minus an. Es kam ja auf das R an. Okay. Also Radialkräfte sind eine wichtige Sache. Jetzt können Sie sagen, gibt es eigentlich auch andere Kräfte, die nicht Radialkräfte sind? Wir haben noch nicht richtig solche kennengelernt. Aber ein typisches Beispiel sind magnetische Kräfte beispielsweise. Wenn Sie so einen Dipolmagneten haben, ja, und Sie gehen mit einem anderen Magneten, laufen Sie da drum rum, dann wissen Sie natürlich, dass das einerseits vom Abstand abhängt. Ja, hängt vom Abstand ab, den Sie vom Magneten haben. Wenn Sie weiter weg sind, ist schwächer. Sie wissen aber auch, wenn Sie Nord- und Südpol direkt gegenüber halten, dann ist die Kraft stärker, als wenn Sie unter 90 Grad dazu schauen. Das ist also typisch eine Kraft, die eine azimutale Abhängigkeit hat. Das wäre keine Zentralkraft und keine Radialkraft. Also wir werden solche Kräfte natürlich im nächsten Semester kennenlernen. Also, das ist eine wichtige Sache. Jetzt müssen wir noch kurz beantworten, in S, wenn ich jetzt wirklich in das System gehe, in S. Da gibt es auch diese Kraft. Ja, da kann ich auch wieder schreiben. Wenn ich jetzt, Sie sitzen jetzt auf dieser Masse. Da kann ich auch sagen, das ist M mal Omega Quadrat mal R
mal R durch R. Was ist jetzt der Unterschied? Wenn ich in S sitze, ne, auf dieser Drehscheibe, auf dem Karussell oder wie auch immer, dann spüre ich diese Kraft selbst, ich kann sie messen. Und diese Kraft wirkt nach außen, ich werde nach außen geschleudert. Ja? Das heißt, die wirkt in R-Richtung, hier habe ich also kein Minuszeichen, ich schreibe mal ein Plus hin, obwohl man das meistens nicht macht. Und Sie wissen auch, dass man diese Kraft nennt man jetzt Zentrifugalkraft, also die Fluchtkraft, die sozusagen dieses Ding nach außen fliegen lässt. Das ist die Zentrifugalkraft in S, die ist natürlich betragsmäßig gleich. Es kann nicht anders sein, aber von außen sage ich, es muss eine Ursache geben für die Kreisbahn, das ist die Zentripetalkraft. Wenn ich in das System reingehe, dann gibt es ein Minuszeichen dazu, das hatten wir gezeigt, und dann spüre ich die Zentrifugalkraft und werde nach außen geschleudert. Das ist das, was ich im beschleunigten Bezugssystem erfahre. Okay, gut. Das nächste Thema, das wichtig war, mit dem wir uns beschäftigt haben, sind die Erhaltungssätze. Erhaltungssätze, haben wir gesagt, sind sehr, sehr, sehr nützlich. Nämlich dann, wenn Dinge von der Zeit abhängen und wenn man zeigen kann, dass bestimmte Kombinationen von Dingen nicht von der Zeit abhängen. Und wir haben im Wesentlichen drei wichtige Erhaltungssätze kennengelernt. Und der erste wichtige Erhaltungssatz ist, dass die Summe aller PIs konstant ist oder umgekehrt, dass die Ableitung, nicht umgekehrt, anders formuliert, dass die Ableitung verschwindet. Was sind die PIs? Die PIs sind Impulse. Jetzt gibt es eine Menge Impulse, alles bewegt sich irgendwie. Und worüber mache ich denn da eigentlich die Summe? Worüber mache ich diese Summe? Und wir hatten gesagt, wenn ich will, dass, dass der Impuls erhalten ist, dann muss das Ganze ein abgeschlossenes System sein. Der Impuls oder die Summe der Einzelimpulse ist erhalten in einem abgeschlossenen System. Nebenbei bemerkt, nochmal gesagt, wenn wir über Impulse reden, reden wir über Vektoren hier. Sie müssen wirklich die Vektorsumme addieren. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und wenn Sie einen Betrag ausrechnen wollen, weil Sie das mehr interessiert, können Sie das erst hinterher machen. Was heißt abgeschlossen? Wir werden sehen, das ist immer die Schlüsselfrage bei Erhaltungssätzen. Ja, weil man kann Erhaltungssatz leicht verletzen, in Anführungsstrichen, wenn man sich an diese Vorschrift nicht hält. Nur hier ist es klar, was abgeschlossen bedeutet. Wir werden sehen, bei der Energieerhaltung ist es ein bisschen schwieriger. Das bedeutet keine äußeren Kräfte. Und der Schwerpunkt oder die Betonung liegt hier auf äußere Kräfte. Ja. Das heißt, wenn ich mich selbst, dieses berühmte Münchhausen-Experiment, mein Impuls hier ist offensichtlich null, und ich kann mich nicht selbst aus dem Sumpf ziehen, was ich durchaus machen kann, natürlich, wenn ich meinen Kopf irgendwie ablöse oder das ist vielleicht nicht so gut jetzt oder irgendwas anderes, dieses Telefon in der Hand halte. Ich kann das natürlich in die Höhe bewegen, okay? Dann bin ich ein abgeschlossenes System, das kann ich problemlos machen. Was ich nicht machen kann, ist, dass ich mich gemeinsam mit meinem Telefon in die Höhe bewege, nur durch innere Kräfte, die ich auf uns beide ausübe. Das heißt, das kann ich nur machen, wenn es äußere Kräfte gibt, wenn jemand da oben, wie wir es gemacht haben, mit dem Kran mich nach oben zieht. Okay? Und das ist eine wichtige Sache, weil diese äußeren Kräfte, das ist wirklich die einzige Bedingung hier. Und ich schreibe mal was hin, was häufig so ein bisschen vergessen wird. Ich kann innere Kräfte haben für die Impulserhaltung, und zwar nach Belieben. Was meine ich damit? Nach Belieben meine ich, diese inneren Kräfte können auch, und das wird häufig vergessen, hören Sie zu, diese inneren Kräfte können auch dissipativ sein. Die müssen nicht konservativ sein. Niemand sagt hier irgendwas über dissipative oder konservative Kräfte. Sie wissen noch, was der Unterschied ist zwischen konservativen und dissipativen Kräften. Wir haben gesagt, bei konservativen Kräften, wenn ich Arbeit leiste, F Kraft mal Weg, Integral FdS, dann bekomme ich dafür potenzielle Energie. Das ist die Eigenschaft einer konservativen Kraft. Wenn ich Arbeit leiste gegen eine dissipative Kraft, also Reibung, wenn ich Objekte verschiebe gegen die Reibungskraft, dann bekomme ich nichts dafür, zumindest keine bekannte mechanische Energie. Später werden wir sehen, wir bekommen Wärme dafür. Okay? Das ist der Unterschied, aber die Impulserhaltung gilt immer. Der Impulserhaltung ist es egal,
ob es dissipative oder konservative Kräfte, solange diese Kräfte nur intern sind. Und es gab dieses eine schöne Experiment, das wir hier gemacht haben auf der Fahrbahn mit den beiden Wagen. Das war, einmal waren das diese Federn, okay, wie Sie sich noch erinnern. Da ist der eine Wagen angefahren gekommen, ist mit dem anderen kollidiert über eine elastische Feder und der zweite Wagen ist weitergefahren, der andere ist stehen geblieben. Wir hatten gesagt, das war ein elastischer Stoß. Okay? Da gab es nur Bewegungsenergie, aber über Energie reden wir im Moment noch gar nicht, aber der Impuls war erhalten. Ja? Vorher war der Impuls M mal V, hinterher ist der Impuls M mal V. Er ist nur von dem einen Wagen zum anderen gewechselt. Das war natürlich eine typisch konservative Kraft, weil wenn ich eine Feder zusammendrücke, dann bekomme ich dafür potenzielle Energie, die kann ich später wieder für was anderes verwenden. Dann haben wir ein anderes Experiment gemacht, das war diese eklige, klebrige Masse, die die beiden Wagen miteinander gekoppelt hat. Da ist der eine Wagen angekommen mit der Geschwindigkeit V und hinterher sind beide zusammen weitergefahren, die konnten gar nicht anders, weil sie zusammengeklebt waren, aber mit der halben Geschwindigkeit. Und auch da war der Impuls erhalten. Und das ist eine typische dissipative Kraft. Ja? Da wurde Energie, über die wir im Moment noch nicht reden, in Wärme umgewandelt. Trotzdem, der Impuls ist erhalten. Die einzige Bedingung für den Impuls ist, dass es keine äußeren Kräfte gibt. Welcher Art die inneren Kräfte sind, ist völlig piepegal. Ob die dissipativ sind oder konservativ oder sonst irgendwas, ist kein Problem. Ja? Auch etwas, was man häufig so ein bisschen vergisst. Der zweite Erhaltungssatz, der sicher sehr wichtig ist, vielleicht sogar wichtiger, aber insofern auch schwieriger zu verstehen im Grunde, ist der Erhaltungssatz der Energie. Und wir hatten den so formuliert, dass wir gesagt haben, wir haben kinetische Energie und wir haben potenzielle Energie im Prinzip. Das sind die beiden Energieformen, die wir kennengelernt haben. Und die sollen konstant sein, ist die Behauptung. Das sagt der Energiesatz. Und jetzt sagen wir auch wieder in abgeschlossenen Systemen. Ja. Was bedeuten hier abgeschlossene Systeme? Zunächst mal bedeutet das kein Austausch kein Energieaustausch mit äußeren, mit der Außenwelt. Kein Energieaustausch mit der Außenwelt, also mit außerhalb des Systems. Das ist das eine. Aber Sie sehen, es gibt noch ein anderes Problem beim Energiesatz. Wenn Sie wieder an dieses Experiment hier denken mit dem klebrigen Wagen. Wir hatten gezeigt, dass die Energie da nicht erhalten ist, obwohl das ein abgeschlossenes System ist. Da ist ja niemand, ich fasse den Wagen nicht an. Ja, niemand wechselwirkt mit dem. Der fährt einfach hier los, dann klebt er zusammen und dann fahren beide zusammen weiter. Wir haben gesehen, die Energie ist nicht erhalten. Die kinetische Energie in dem Fall. Potenzielle Energie gibt es eigentlich gar nicht, weil das sozusagen nur senkrecht hier zum Gravitationsfeld fährt. Ja, das heißt, es ist ein System, in dem der Impuls erhalten ist, das hat im Grunde keinen Austausch mit der Außenwelt, ja, niemand macht irgendwas damit, aber die Energie ist nicht erhalten. Energie verschwindet, Energie ist nicht mehr da, die Energie wird kleiner. Das heißt, die Energie hat ein echtes Problem. Ja. Dieser Energieerhaltungssatz gilt in dem Fall nicht. So etwas Katastrophales gibt es beim Impulserhaltungssatz nicht. Woran liegt das? Nur die Antwort ist in dem Fall, also das ist die, sozusagen die eine, das ist eine notwendige Bedingung für die Energieerhaltung, aber sie ist nicht hinreichend. Die zweite Bedingung, die das Ganze dann hinreichend macht für die Energieerhaltung, ist die Aussage, es gibt nur diese Energieformen. Ja. Diese beiden. Nur wenn das erfüllt ist, keine Wechselwirkung mit der Außenwelt und es gibt nur diese beiden Energieformen, dann können wir über die Energieerhaltung reden. Okay. Warum ist das bei diesem Wagen nicht der Fall? Nun offensichtlich, weil, wie wir sagen, innere Freiheitsgrade angeregt werden oder weil dieses klebrige Plastikmaterial etwas aufgewärmt wird. Okay. Und damit ist der Energieerhaltungssatz verletzt. Das heißt, der Energieerhaltungssatz ist nur dann verletzt, wenn es entweder gar keine potenzielle Energie gibt. Das ist das Beste von allem sozusagen. Wenn es absolut immer nur kinetische Energie gibt, zum Beispiel diese elastischen Wagen, die da immer so gegeneinander bollern und dann geht keine kinetische Energie verloren, das sind elastische Stöße. Ja, wenn die Energieerhaltung nur mit kinetischer Energie erfüllt ist, dann nennen wir das elastischer Stoß.
Auch etwas soll ich vielleicht anschreiben, aber haben wir gemacht, mache ich nicht. Wenn die Energieerhaltung nur mit kinetischer Energie erfüllt ist, nenne ich das elastischer Stoß. Das ist aber keine Bedingung für die Energieerhaltung. Es kann auch potenzielle Energie dabei sein. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Ich halte einen Ball in der Hand hier, ja, und ich werfe einen anderen von unten dagegen. Ich werfe einen anderen Ball von unten gegen diesen Ball. Wenn der dagegen trifft, dann hat der eine Geschwindigkeit, okay? Dann haben wir gesagt, wird genau das passieren, was auch auf diesem Ding da passiert, auf der Fahrbahn. Der Ball wird stehen bleiben und der andere wird nach oben steigen und wird irgendwann stehen bleiben im Gravitationsfeld. Und in dem Moment, wenn ich den anderen hier festgehalten habe, bewegt sich nichts mehr. Das heißt, ich bin von einer Situation gekommen, wo ich kinetische Energie habe, hinterher habe ich keine mehr. Das heißt, das ist kein elastischer Stoß. Die kinetische Energie ist nicht erhalten. Trotzdem ist die Energie erhalten. Weil dieser Ball hat etwas bekommen, der hat plötzlich potenzielle Energie. Und die kann ich wieder loslösen, indem ich ihn loslasse, fällt er wieder runter. Das heißt, die Energie ist erhalten, weil sie sich in eine andere Form umgewandelt hat, in eine andere bekannte Form, nämlich die potenzielle Energie. Potenzielle Energie haben wir immer dann, wir werden es leider auch mal explizit sagen, wenn es konservative Kräfte gibt. Das heißt, wenn ich die Energieerhaltung anschaue und den Einfluss konservative Kräfte, dann gilt sie. Die Energieerhaltung scheitert, zumindest diese Form der Energieerhaltung, sobald es dissipative oder nicht konservative Kräfte gibt. Das ist eine wichtige Sache. Okay? Und ja, haben wir so ein Beispiel hier. Kommen wir kurz anmachen, muss ich nicht anmachen. Aber schauen Sie sich das an. Ja, wir wollen noch ein bisschen was anderes machen. Können Sie zu Hause anschauen. Das ist so ein Federpendel. Ich habe Ihnen eben ein Beispiel gesagt, das ist vielleicht ein schöneres hier. Ich habe ein Federpendel, das pendelt vor sich hin. Okay? Und das hat eine bestimmte Energie. Und diese Energie setzt sich zusammen aus kinetischer und potenzieller Energie offensichtlich. Es gibt einen steten Wandel zwischen kinetischer und potenzieller Energie. Wenn es durch den Nullpunkt geht, hat es die maximale kinetische Energie. Im Umkehrpunkt hat es die maximale potenzielle Energie. Und die Summe aus beiden ist konstant. Man kann zum Beispiel, wenn man gerade wissen will, wie viel Energie steckt eigentlich in so einem Pendel, dann sage ich, oh, die kinetische Energie ist schwierig auszurechnen. Aber ich kann ja einfach zum Beispiel mal die potenzielle Energie am Umkehrpunkt nehmen. Da die Summe sowieso konstant ist, ist es egal, an welcher Stelle ich das ausrechne. Und Sie wissen, wie groß die ist, oder die ist 1/2 kx². Oder 1/2 ka² für die Amplitude. Ja? Das heißt, Ding pendelt, oder lass uns so ein Pendel hier, das Pendel hin und her. Jetzt gibt es Dämpfung. Dämpfung ist eine typisch nicht konservative Kraft, das ist eine Reibungskraft. Ja? Die erwärmt die Feder, die Masse und die Luft darum herum. Ja? Und die Amplitude nimmt ab. Die Amplitude nimmt ab. Und wenn die Amplitude abnimmt, dann heißt es, dass diese Erhaltung nicht mehr gilt, diese Energieerhaltung. Ja? Und das heißt, die Energie verschwindet oder wir wissen inzwischen, sie wird in andere Energieformen umgewandelt. Und diese Umwandlung in andere Energieformen, die war bis zum Kapitel 3 für uns in gewisser Weise ein Desaster, weil sie den Energiesatz in Probleme gebracht hat. Ab Kapitel 3 konnten wir etwas hinschreiben wie den ersten Hauptsatz. Und der erste Hauptsatz hat diese Energieerhaltung gerettet, indem er eine neue Energieform hinzugefügt hat. Er hat gesagt, es gibt eine Eigenschaft, die den Zustand von Körpern beschreibt, und das ist ihre innere Energie. Körper haben innere Energie. Und diese innere Energie, die hat etwas zu tun mit der Temperatur. Und hier rede ich über die Änderung innerer Energie. Das heißt, hier rede ich über die Änderung von T, und das ist diese neue Größe Temperatur. Ja? Und wir hatten gesagt, die innere Energie, die kann ich ändern auf zwei Arten und Weisen. Zum einen kann ich diese Energieform Wärme zuführen. Und hier hatten wir gesagt, das kann alles Mögliche sein. Hier, das kann sein Leitung, also Wärmeleitung. Das kann sein Strahlung. Das kann sein konvektiver Transport. Also ich hatte gesagt, ich kann diesen heißen Eimer Wasser einfach hin und her transportieren. Das ist auch eine Möglichkeit, Energie zu transportieren. Und das ist natürlich genau der Energietransport, der stattfindet, wenn die pendelnde Feder immer kleinere Amplitude bekommen. Ja, dann gibt es einen Transport, der stattfindet von Energie, die vorher kinetisch und potenziell war, in die innere Energie der Luft beispielsweise. Warum ist das so? Weil diese Feder in thermischem Kontakt mit der Luft ist. Die Luft wird wärmer. Und das führt zur Energieerhaltung. Ja, ich kann auch Arbeit leisten an diesem System, hatten wir gesagt, Delta W. Das interessiert uns im Moment nicht so. Es ist diese neue Sache, die dazugekommen ist. Ganz praktisch bei der Feder beispielsweise,
ist es so, dass diese Summe E Kind plus E Pott nimmt ab, das nimmt exponentiell ab. Sie wissen das noch bei der harmonischen Schwingung, wo bleibt das? Nun, es gibt einen Transportprozess, Wärmeleitung beispielsweise, vielleicht auch ein bisschen Wärmestrahlung, die dazu führt, dass hier ein Delta Q, das genau diesem Verlust entspricht, transportiert wird und als Effekt ein Delta T erzeugt in dem System, das ich habe. Okay, ganz wichtiger Prozess. Und wir hatten gesagt, dass dieses Delta T, das ist ein Transportprozess und Delta T bedeutet, dass sich die Änderung von Systemen ändert. Aber wir haben auch gesagt, wenn man lange genug wartet, dann gibt es einen entscheidenden Effekt, der auftritt und das ist das thermische Gleichgewicht. Das heißt, diese Wärmeleitung, die braucht Zeit, die hat typische Zeitkonstanten. Aber wenn ich jetzt noch diese Feder, die hat gependelt, dann ist sie weniger geworden und dann nehme ich sie raus oder ich halte das Ganze an und dann warte ich ein bisschen und dann hat sich thermisches Gleichgewicht eingestellt und das bedeutet, alle Temperaturen sind gleich in dem System. Die sind gleich, aber natürlich hat sich die Temperatur der Luft erhöht. Ja, vorher war die 20 Grad. Jetzt ist das Pendel ist gependelt, es ist ein bisschen weniger geworden, hat seine mechanische Energie verloren und hinterher ist die Temperatur der Luft und des Pendels und der Masse, sind alle gleich, sind alle 21 Grad zum Beispiel. Und das ist das thermische Gleichgewicht. Wichtiges Konzept. Ja. Wie rechnet man sowas aus? Hat man auch gemacht. Ja. Wenn ich jetzt wirklich ausrechnen möchte, ja, wie groß ist denn jetzt eigentlich die Temperaturänderung? Dann wissen wir, was ich machen muss. Ich muss dieses Delta Q nehmen, dass der Verlust von mechanischer Energie, der jetzt transportiert wird in die Luft und sonst irgendwo hin, und muss sagen, das führt zu einem Delta T und der erste Hauptsatz sagt uns, die beiden sind proportional. Allerdings, um das Ganze jetzt wirklich auch mit quantitativem Leben zu erfüllen, brauche ich zwei Dinge. Ich muss einerseits wissen, wie viel Material ich habe. Es ist klar, wenn ich den ganzen Hörsaal aufheizen möchte mit dieser Feder, die ich abbremse, dann wird das nicht allzu gut funktionieren. Das heißt, je größer das M ist, desto größer Delta T, Q brauche ich, um ein bestimmtes Delta T zu erzeugen. Und das ist eine wichtige Größe hier, die beschreibt das Material und das ist die spezifische Wärme. Stoffeigenschaft für die Gase hatten wir darüber uns ein bisschen schon unterhalten. Okay, das ist so eine Brücke zwischen mechanischer Energie und Wärme, die mir sehr, sehr wichtig ist. Wir haben zwei Brücken zwischen Mechanik und Wärme jetzt gehabt. Das eine waren die Mittelwerte, das andere waren die Erhaltungssätze hier. Es gibt noch einen dritten Erhaltungssatz, der sehr wichtig ist, das ist dieser hier. Und den schreibe ich eben mal an, das ist Li gleich konstant. Summe Li gleich konstant. Ja, und natürlich auch wieder in abgeschlossenen Systemen. Was ist das? Wissen Sie, was L ist? Warum heißt das Ding L, weiß ich auch nicht, Angular Momentum, also Drehimpuls, okay. Das ist der Drehimpuls und das ist die Summe von Drehimpulsen. Die ist konstant, wenn, ja, abgeschlossenes System. Beim Impuls, abgeschlossenes System, keine äußeren Kräfte. Bei der Energie, kein Energieaustausch mit der Umgebung und es gibt nur diese beiden Energieformen. Oder die Erweiterung durch den ersten Hauptsatz. Was heißt hier abgeschlossenes System? Ist klar, was erzeugt Drehimpuls? Was erzeugt Drehimpulsänderung? Was ist das Äquivalent zur Newtonschen Gleichung für den Drehimpuls? Da war P-Punkt ist gleich F. Was ist L-Punkt? L-Punkt ist gleich M, großes M, nicht Masse, sondern M-Vektor. Okay? Das heißt, Li ist konstant, wenn das abgeschlossene System dadurch ausgezeichnet ist, dass es keine äußeren Drehmomente gibt. Keine äußeren Drehmomente. Und ansonsten gilt dasselbe hier, wie beim Impuls. Ja, auch hier kann man wieder sagen, die Drehmomente haben natürlich was mit Kräften zu tun, R Kreuz F, das wissen Sie, schauen wir nochmal hin, M ist gleich R Kreuz F. Kreuzprodukt, wissen Sie, wie man das ausrechnet, hoffe ich. Ne? Verschiedene Möglichkeiten, kann man vektoriell schreiben oder man kann etwas über den Betrag und die Richtung sagen. Also Resultat steht senkrecht auf der Ebene aus R und F. Und vom Betrag her ist es R-Betrag mal F-Betrag mal Sinus Alpha, Winkel zwischen R und F. Was wollte ich jetzt sagen? Hier gilt dasselbe wie beim Impuls.
Diese Drehmut, diese Kräfte müssen nicht konservative Kräfte sein. Das können auch dissipative Kräfte. Wir hatten das ausprobiert hier. Wenn Sie sich erinnern, ich saß auf diesem Drehstuhl, ja, und der Herr Roth hat mir diesen Fahrradreifen gegeben. Und der stand vor mir und ich habe den gehalten und nichts ist passiert. Und dann habe ich meine Hand mit dem Handschuh glücklicherweise dazwischen gehalten und ich habe Drehimpuls vernichtet. Okay? Mit dissipativen Kräften. Ich habe mir den Handschuh angezogen, weil das heiß wurde hier. Delta Q offensichtlich. Ja? Das war eine nicht konservative Kraft. Und der Reifen blieb stehen. Das war typisch ein System, in dem ich intern keine äußeren Kräfte, sondern intern Drehmomente gemacht habe. Was ist passiert? Ich habe mich in Bewegung gesetzt. Okay? Und auf die Art und Weise den Drehimpuls des Reifens übernommen. Das heißt, auch hier gilt, die einzige Bedingung ist wirklich keine äußeren Kräfte. Der Drehimpuls ist erhalten bei jeder Art von inneren Drehmomenten. Ich sage mal Kräfte, ich meine Drehmomente. Okay? Nur äußere Drehmomente führen dazu, dass die Drehimpulserhaltung in dem betreffenden System nicht mehr gewährleistet ist. Okay, eine wichtige Sache noch nebenbei bemerkt, wenn ich sage hier Summe Li, was meine ich damit? Machen wir mal ein kleines Bild hier hin. Wir haben irgendwo hier ein Koordinatensystem, das nenne ich mal BZP, für Bezugspunkt, okay? Und hier habe ich jetzt Massen da drin. Ne? Nehme ich mal eine hier hin, M1, eine dahin, M2 und eine dahin, M3. Das sind drei Massen hier. Haben die eigentlich Drehimpulse, diese Massen? Das ist immer so ein bisschen komisch. Ne? Kann ein Punkt einen Drehimpuls haben? Zunächst mal würde man sagen, nee, kann er nicht. Das ist ein idealer Massepunkt. Und ein Massepunkt kann sich nicht um sich selbst drehen. Ne? Klar, logisch. Aber das meinen wir natürlich hier nicht. Was ist eigentlich der Drehimpuls hier? Der Drehimpuls L ist gleich R Kreuz P. Das ist sowas wie der Impuls, aber multipliziert mit dem Abstand, und zwar als Kreuzprodukt. L steht also senkrecht auf der von R und P aufgespannten Ebene. Was ist jetzt also eigentlich R hier? Schauen wir das mal an. Dieser Vektor hier, das ist zum Beispiel R1. Hat dieser Punkt einen Drehimpuls, wenn das R1 ist? Das kann man jetzt noch nicht sagen. Das kommt darauf an, ob der einen Puls hat. Ja. Kann ich zum Beispiel mal einen Puls einmalen? Hat dieses Ding, fliegt zum Beispiel in diese Richtung, hat das Ding einen Drehimpuls? Ja, klarerweise. Ne. Das kann ich ausrechnen, das ist jetzt P1 hier. Sogar sehr einfach auszurechnen, mit einigermaßen akzeptabler Genauigkeit würde ich mal sagen, das ist ein rechter Winkel hier. Und in dem Moment ist das einfach R mal P. R-Betrag mal P-Betrag. Und die Richtung zeigt offensichtlich hier aus. Ja. In die Ebene rein in diesem Fall. Okay, gut. Können wir hier mal ein R einzeichnen. Das ist R3 hier. Können wir dem auch mal ein P geben, P3. Hat der einen Drehimpuls? Sie sehen, die beiden R-Vektoren sind etwa gleich lang. Die beiden P-Vektoren sind auch etwa gleich lang, sobald das verschiedene Einheiten sind. Aber irgendwie sieht das ziemlich ähnlich aus. Ne? So blöd das klingt, dieses Ding hat keinen Drehimpuls. Warum nicht? Weil R und P parallel zueinander sind. Winkel ist 0 Grad. Dasselbe wäre der Fall, wenn der in die andere Richtung flöge, also 180 Grad der Winkel wäre. Das heißt, das ist diese komische Situation. Denken Sie mal, Sie wissen ja gar nicht, was der Bezugspunkt ist. Ja? Sie haben jetzt zwei Massen. Die eine fliegt nach da und die andere fliegt nach da. Und ich sage Ihnen, aber die hat einen Drehimpuls und die hat keine. Da sagt man irgendwie, das kann ja wohl nicht sein. Ja? Das heißt, was Sie sich merken müssen beim Drehimpuls, die Definition des Drehimpuls R Kreuz P erfordert immer einen Bezugspunkt. Drehimpuls macht nur dann Sinn, wenn Sie einen Bezugspunkt haben. Da kann man sagen, aber ist das nicht völlig idiotisch? Ich meine, Bezugspunkte kann ich festlegen, wo ich will. Das stimmt auch, das können Sie machen. Kein Problem, tun Sie das. Ja? Es gibt allerdings Anwendungen in der Physik, das scheint jetzt sehr abstrakt zu sein, aber es gibt Anwendungen in der Physik, wo das plötzlich wichtig wird. Ja? Nehmen Sie mal an, dass hier dieser Bezugspunkt sei ein Atomkern. Ja, ein Urankern oder irgendwie sowas. Ne? Und an dem fliegen jetzt Teilchen vorbei. Ja, das hier zum Beispiel fliegt vom Kern weg, das fliegt am Kern vorbei. Und dann werden Sie sehen, wenn Sie anschauen wollen, wie dieses Ding wechselwirkt mit dem Kern, wie das streut, dann ist es sehr wichtig, ob das Ding einen Drehimpuls hat oder keinen Drehimpuls. Also dieses hier zum Beispiel, alle die Dinger, die keinen Drehimpuls haben, die fliegen entweder direkt auf den Kern zu oder von dem Kern weg. Das sind, wie man sagt, zentrale Stöße.
sobald die Dinge einen Abstand haben hier vom Kern, an einem bestimmten Abstand vorbeifliegen, haben sie einen Drehimpuls. Und das nennt man Stöße mit Bahndrehimpuls, das andere Stöße ohne Bahndrehimpuls. Das heißt, diese ganze sehr abstrakte Definition mit Bezugspunkt, die gewinnt plötzlich Bedeutung, wenn man echte Probleme anschaut, in denen man Drehimpuls wirklich verwendet. Also die ganze Streuung, Streuphysik. Es müssen nicht so furchtbare Dinge wie Urankerne sein, sie können auch Biomoleküle nehmen, okay? Was auch immer. Streuprobleme sind sehr wichtig in der Physik. Und da sind Bahndrehimpulse eine extrem wichtige Größe. Hier noch eine kleine Bemerkung, auch wichtig, schreibe jetzt nicht an, Tafel wird langsam voll. Natürlich haben wir Drehimpulse dann angeschaut, nicht nur für einzelne Teilchen, sondern für starre Körper. Und das war eine wichtige Sache. Ja. Wir haben gesagt, ich male es doch mal eben an. Dann haben wir da noch. Können wir die Kamera drehen? Hallo? Okay, ihr zeichnet das auf. Starre Körper waren auch eine wichtige Sache. Ja? Haben Sie jetzt, wir hatten ja immer diese legendären Bilder hier gemalt. Und da geht es irgendwie eine Achse durch. Die soll gerade sein, auch wenn sie nicht so aussieht. Okay? Und der dreht sich mit einer Winkelgeschwindigkeit, die zum Beispiel konstant sein kann. Und nebenbei bemerkt, Betrag der Winkelgeschwindigkeit sollte man sich auch merken fürs Leben. Wissen Sie, ist 2 Pi mal die Frequenz oder gleich 2 Pi durch die Zeit, T. Vielen Dank, das ist super. Okay, hat das Ding einen Drehimpuls? Ja, im Prinzip haben wir den ausgerechnet, ganz ähnlich wie beim Schwerpunkt, durch Integration über alle Massenelemente. Und bei dieser Integration über alle Massenelemente haben wir gefunden, dass es sehr bequem ist, eine neue Größe zu definieren. Ja, was meine ich mit bequem? Nur im Prinzip, natürlich, wenn ich über Impulse rede oder Drehimpulse und deren Änderung, dann ist eine ganz wichtige Sache ist die Trägheit. Ja? Weil wenn ich ein träges Objekt habe, dann kann ich schlechter die Geschwindigkeit verändern, als wenn ich ein weniger träges Objekt habe. Und die Trägheit war bisher beschrieben durch die Masse. Und hier haben wir gefunden, ist es ganz sinnvoll, eine neue Größe einzuführen. Obwohl man das nicht muss. Man kann auch diese Massenintegrale stehen lassen. Aber wir haben uns entschlossen, das nicht zu machen, sondern eine neue Größe einzuführen, die wir als I bezeichnet haben. Und dieser kleine Strich darunter, der sagt, das ist keine skalare Größe, sondern eine 3×3-Matrix, der sogenannte Trägheitstensor. Und das heißt, die Situation, die wir hatten, war, dass wir einen Dreiervektor hier hatten, Lx, Ly, Lz, einen Dreiervektor hier, Omega x, Omega y und Omega z, und die werden verknüpft unter Umständen durch einen Skalar. Wir hatten gesagt, das gilt dann, wenn wir um die Hauptträgheitsachsen drehen, aber im Allgemeinen durch eine Matrix. Und das bedeutet, ganz allgemein können wir Folgendes feststellen. Und das ist eine relativ überraschende Erkenntnis, die man sich bitte auch merken sollte. Ist L nicht parallel zu Omega? Also der Drehimpuls und die Winkelgeschwindigkeit eines starren Körpers um eine feste Achse sind nicht notwendigerweise parallel. Das führt zu einer skurrilen Konsequenz nach dem, was wir gerade gelernt haben über Impulserhaltung. Wir können zum Beispiel mal sagen, das hier soll konstant sein. Das ist ja kein Problem. Wir kaufen uns einen Elektromotor und den drehen wir einfach mit konstanter Geschwindigkeit, koste es, was es wolle. Und die Achse ist hier festgemacht. Da muss ich das ganze Ding mit der konstanten Winkelgeschwindigkeit drehen. Also jedes Objekt auf diesem Stein oder wie auch immer legt denselben Winkel pro Zeit zurück. Ja? Wenn wir jetzt aber sagen, diese beiden Dinger sind nicht parallel und dieser Vektor hier ist konstant, dann kann der L-Vektor, der nicht parallel dazu ist, der kann dann nicht konstant sein. Ja? Das heißt, wir haben hier ein typisches System, bei dem der Drehimpuls nicht erhalten ist. Jedenfalls dann, wenn die beiden Achsen nicht parallel sind. Wir haben gesehen, woran das liegt. Die Drehimpulsachse zeigt irgendwie so und die läuft in so einem Konus um die Omega-Achse herum. Und damit ändert sie laufend ihre Richtung. Und damit ist es kein abgeschlossenes System. Warum ist das kein abgeschlossenes System? Nun, wenn wir ein L haben, das nicht konstant ist, dann gibt es ein Drehmoment. Ja, also das heißt, wir haben einen L-Punkt, das ist nicht konstant, das ist ungleich Null. Und wir haben ein Drehmoment, das ist einfach gleich dem L-Punkt. Und das ist ein Drehmoment, das ich nach außen feststellen kann.
Wir hatten dieses Experiment hier von diesem schlecht gelagerten Rad. Wir haben gesehen, das fing an zu rütteln und hat natürlich mit der Umgebung Wechselwirkung ausgeführt, diesen Tisch in Bewegung gesetzt beispielsweise. Und das ist typisch eine Wechselwirkung, die aus dem System rausgeht. Kein abgeschlossenes System. Hier haben wir jetzt einen Drehmoment plötzlich. Okay, das ist also eine ganz wichtige Sache gewesen. Okay, dann haben wir wieder Platz. Super. Dann wollen wir allzu lang, wollen wir auch nicht mehr. Ich habe noch einen Punkt, der mir wichtig ist. Und das ist das magische Viereck. Das, glaube ich, auch im Skript irgendwie noch einen Fehler hat. Haben Sie sicher schon gemerkt. Wir malen es nochmal an. Haben wir nie so genannt in der Vorlesung. Ich nenne es jetzt mal so. Das magische Viereck. Umfasst die Kraft F, die potenzielle Energie E pot, das Feld E und das Potential Phi. Und das magische Viereck gilt nur und ausschließlich und kann auch als Definition verwendet werden für konservative Kräfte. Also insbesondere gilt es nicht für Reibung. Warum ist es ein Viereck? Nur wir haben uns damit beschäftigt, sehr intensiv, wie ich die Übergänge von einem zum anderen machen kann. Und ich möchte das noch mal kurz diskutieren. Wie komme ich von der Kraft zum Feld? Wenn es eine Kraft ist, die durch ein Feld hervorgerufen wird, also beispielsweise die Gravitationskraft. Wir hatten gesagt, das Prinzip des Probekörpers ist ein wichtiges und ich dividiere durch den Probekörper, also durch die Masse. Die Gravitationsgleichungen stehen immer da oben, ich dividiere durch das kleine m, dann bleibt nur das große m übrig oben und das ist die Feldstärke. Die Feldstärke ist eine Eigenschaft eines einzelnen Objektes für die Gravitationskraft beispielsweise. Coulombkraft haben wir als anderes Beispiel schon angeschaut. Umgekehrt muss ich natürlich, wenn ich in diese Richtung nehme, das Feld multiplizieren mit einem Probekörper. Und wir werden später in der Elektrodynamik und haben es auch schon in der Gravitation gesehen, das ist hin geradezu, was ich hier schreibe, eine Definition der Feldstärke. Feldstärke ist ja ein vollkommen skurriler Begriff. Feld ist irgendwie, weiß nicht, irgendwas, was hier drin ist. Mein Gott, wer kann sich was darunter vorstellen? Niemand. Aber ich kann ein Feld ausmessen, indem ich diesen Probekörper nehme, multipliziere mit der Feldstärke und dann kann ich sehen, wo ich hingehe, die Kraft ist überall gleich, wo immer ich messe, also muss die Feldstärke überall gleich sein. Dann gehe ich ein bisschen weiter weg und sage, die Kraft nimmt ab, also muss die, wenn ich genau hinschaue, mit 1 durch R² abnehmen. Das sind solche Sachen, wie ich Feldstärken ausmessen kann. Ja, also die Erde ist sozusagen der Versorger mit Feldstärke und diese kleine Kugel ist unser Probekörper, der das Feld abtastet. Ja. Jetzt gibt es die potenzielle Energie. Und wir hatten gesagt, potenzielle Energie bekomme ich, wenn ich im Feld Arbeit leiste. Und da bekomme ich mit umgekehrtem Vorzeichen minus FdS über den Weg, den ich zurückgelegt habe, Integral F mal dS, bekomme ich potenzielle Energie. Und das gilt nur, hatte ich ja schon gesagt, für konservative Kräfte. Das Umgekehrte gilt natürlich auch, dann steht hier minus Gradient der potenziellen Energie. Das Minuszeichen, haben wir gesagt, ist wichtig. Das ist jetzt nicht nur irgendwie eine Konvention, sondern Ausdruck der Tatsache. Der Gradient zeigt in die Richtung der stärksten Änderung einer potenziellen, einer skalaren Größe. Das heißt, wenn Sie vor einem Berg stehen, ja, wo ist die stärkste Änderung der potenziellen Energie M mal G mal H? Offensichtlich da, wo es am steilsten hochgeht in den Berg. Ja. Und die Kraft, die Sie wieder bergab treibt, die zeigt eben nicht in die Richtung des stärksten Anstiegs. Ihr Fahrrad rollt nicht von selbst bergauf, sondern es rollt bergab. Das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft von Fahrrädern. Okay? Und darum muss da Minuszeichen hin. Es ist Minusgradient Phi oder Minusgradient E Pot. Und dann gibt es eine andere Größe, die häufig durcheinander gebracht wird mit dieser hier. Das ist das Potential. Das ist jetzt wieder eine Größe, die von einzelnen felderzeugenden Körpern abhängt. Natürlich kann ich auch lineare Superpositionen machen, aber auch hier muss ich wieder durch den Probekörper teilen und mit dem Probekörper multiplizieren. Dasselbe wie auf der linken Seite. Ja.
Und wenn ich jetzt bei dem Einzelnen die Feldstärke der Erde zum Beispiel in ein Potenzial der Erde umwandeln möchte, dann muss ich wieder integrieren, F mal ds. Und wenn ich das Umgekehrte machen will, dann muss ich wieder minus Gradient Phi sagen. Die Feldstärke ist der negative Gradient des Potentials. Das ist das, was ich als magisches Viereck bezeichne. Und hier gibt es jetzt eine wichtige Eigenschaft, auf die ich noch hinweisen möchte. Diese Geschichte hier ist absolut definiert. Oder soll ich absolut festgelegt? Kraft kann ich messen. Ich kann ja Federwaage nehmen, wenn ich eine Vereinbarung habe, wie ich Kräfte messe. Dann kann ich sagen, Kraft ist hier MAG, zack, so ist es. Da kann man gar nicht drüber reden. Nur eine Frage der Einheit und der Wahl der Messvorschrift. Beim Potenzial und der potenziellen Energie ist das anders. Weil um von hier nach da zu kommen, müssen Sie Integrationsgrenzen festlegen. Oder in anderen Worten, Sie haben eine Integrationskonstante. Und diese Integrationskonstante ist frei wählbar. Sie können nicht sagen, dieses Ding hier hat eine potenzielle Energie von 3 Joule. Das können Sie schon sagen, aber dann müssen Sie immer sagen, in Bezug auf welchen Punkt eigentlich. Ja? Auf diesen Punkt oder auf diesen Punkt, einmal ist es positiv, einmal ist es negativ, oder da unten auf dem Boden oder da oben auf dem Dach. Okay? Das ist genau das, was das Integral festlegt. Da sagen Sie, ich integriere von da bis da entlang dieses Weges und dann können Sie die potenzielle Energie festlegen. Aber Sie müssen immer den Bezugspunkt selbst bestimmen. Das heißt, hier haben Sie einen frei wählbaren Bezugspunkt. Für beide gilt das natürlich hier, nicht nur für das Potenzial. Und, um es nochmal klar zu sagen, konservative Kräfte. Es gilt nur für konservative Kräfte. Aber dass das hier steht, ist eines der Heiligtümer der Physik in gewisser Weise. Natürlich steht die Energieerhaltung da drin für die mechanischen Systeme. Und es gilt für die beiden großen Kräfte der klassischen Physik, also die Gravitationskraft und die Coulombkraft. Und andere werden wir noch kennenlernen. Jetzt habe ich das nächste Kapitel hier, harmonische Schwingung. Müssen wir jetzt vielleicht nicht anschauen, worauf kam es mir an hier. Ich sage es in Worten. Harmonische Schwingung, woran erkennt man, ob eine Schwingung harmonisch ist? Zunächst mal, sag mal, Sinus. Okay? Also wenn die Lösung der Differentialgleichung, also die Auslenkung als Funktion der Zeit und dann auch die Geschwindigkeit oder die Beschleunigung als Funktion der Zeit, wenn die durch harmonische Funktionen beschrieben werden, also Sinus oder Cosinus oder komplexe Exponentialfunktionen, wir haben das gemacht hier, dann nennen wir diese Schwingung harmonisch. Woher kann ich wissen, ob ein gewisses Problem, das ich habe, zu harmonischen Schwingungen führt? Und wir haben gesagt, es gibt zwei Hinweise, die uns das sagen, dass das so ist, die beide äquivalent zueinander sind. Das eine ist, es gibt ein lineares Kraftgesetz. Wenn Sie das Lineal nehmen und biegen am Tisch und Sie stellen fest, dass die Rückstellkraft proportional zum Biegewinkel ist, dann wissen Sie vorher, wenn Sie das Lineal loslassen, dass es eine harmonische Schwingung macht. Okay? Lineares Kraftgesetz, Hooke'sches Gesetz, liefert notwendigerweise harmonische Schwingungen. Man kann auch sagen, ich kann die potenzielle Energie messen, die ich erhalte, wenn ich dieses Lineal verbiege. Und was wir gesehen haben, ist, dass die potenzielle Energie quadratisch mit der Auslenkung geht. Eine halb kx Quadrat. Ja, einfach Integration über das Kraftgesetz. Da hinten steht es. Das ist eine völlig äquivalente Beschreibung. Also quadratische Kurve für die potenzielle Energie oder lineares Kraftgesetz, beides äquivalent, führt zu harmonischer Schwingung. Wir haben auch gesagt, in der Natur gibt es das eigentlich gar nicht. Es gibt keine wirklich in aller Konsequenz harmonischen Systeme. Das Lineal bricht irgendwann durch, ja, und wird auch vorher schon irgendwie nicht linear oder nicht quadratisch, was die potenzielle Energie angeht. Wir haben was Wichtiges gemacht. Wir haben uns angeschaut, ich male es nur kurz an hier. Wir haben gesagt, wenn ich eine potenzielle Energie habe, E-Pot, und die hängt vom Ort ab, und dann habe ich eine Landschaft. Sie werden häufig sehen, dass es Energielandschaften gibt, die vom Ort abhängen. Was meine ich damit? Also beim Lineal, offensichtlich habe ich nur eine Koordinate, da habe ich keine Landschaft, sondern da nimmt es einfach immer mehr zu, je mehr ich runterdrücke, die potenzielle Energie. Aber nehmen Sie mal so ein Protein zum Beispiel, wenn Sie das falten irgendwie, das können Sie in alle möglichen Richtungen bewegen, in 3 Dimensionen, und abhängig von der Position ändert sich die potenzielle Energie, die das System hat. Da gibt es viele Berge und Täler, das sieht aus wie ein Bild des Schwarzwalds oder sowas ähnliches.
Himalayas, ja, oder der Alpen. Und in dieser Energielandschaft gibt es immer Minima. Es gibt lokale Maxima und lokale Minima. Und Sie können natürlich diese Landschaft entwickeln um einen bestimmten Punkt. Wir haben diese Reihenentwicklung gemacht. Und wir gab diese Reihenentwicklung hat drei wichtige Terme, die ersten Terme. Das eine ist einfach der Wert an dieser Stelle, an dieser festen Stelle, um die ich entwickle. Das ist einfach nur ein Offset, so eine Integrationskonstante. Der zweite Wert ist die erste Ableitung der Funktion. Und die hat die nette Eigenschaft, dass sie null ist. Ist halt ein Minimum oder ein Maximum. Also Ableitung ist null. Kann ich also vergessen. Und der zweite Term ist proportional zum Quadrat der Auslenkung und proportional zur Krümmung. Und wir haben gesagt, die Krümmung ist genau die Federkonstante. Das heißt, wenn ich nur bis zum zweiten Term entwickle, habe ich immer eine harmonische Schwingung. Und das heißt, sobald ich ein Minimum habe, habe ich bei kleinen Auslenkungen immer harmonische Schwingung. Natürlich, wenn ich weiter rausgehe, werden die anharmonischer. Auch ein ganz wichtiges Prinzip, die Reihenentwicklung, ja, um Näherungen anzuschauen. Okay, müssen wir nicht machen. Statik, erinnern Sie sich nochmal daran, bitte, was die Bedingung für Statik ist. Ich habe ja nochmal ein paar Beispiele aufgeschrieben, müssen wir jetzt nicht mehr machen. Schauen Sie sich einfach nochmal den Hebel an. Ganz einfach, ja, Sie haben einen Hebel, entweder an der einen Seite aufgehängt oder in der Mitte. Was ist die Bedingung für die Statik? Es sind zwei Sachen, die Sie immer aufschreiben müssen. Die Summe der Kräfte ist null. Das heißt, wenn Sie dieses Ding halten hier, dann müssen Sie erstmal sehen, dass Sie es überhaupt halten können, dass Sie überhaupt stark genug sind. Das heißt, die Summe der Kräfte muss null sein. Das zweite ist, damit sich das Ding nicht dreht, muss die Summe der Drehmomente null sein. Diese beiden Bedingungen muss man aufstellen und hier sind ein paar Beispiele in diesen Zetteln, die Sie noch mal anschauen können. Jetzt haben wir noch 5 Minuten Zeit oder ein bisschen weniger. Ich sage noch mal ein bisschen was zum Druck. Das Letzte. Druck war ein wichtiges Prinzip, das wir kennengelernt haben. Es war eine typische Eigenschaft, die eigentlich nur wirklich Sinn macht in Medien, in denen Moleküle und Atome gegeneinander verschiebbar sind. Okay? Und die einzigen Medien, die wir kennengelernt haben, die diese Eigenschaft haben, sind Flüssigkeiten und Gase. Und das Erste, was wir kennengelernt haben, ist der Schweredruck. Und für den Schweredruck haben wir gesagt, gibt es einen ganz einfachen Ausdruck, der sehr einfach zu verstehen ist, Rho mal G mal H. Das ist so etwas Ähnliches wie M mal G mal H, nur dass da die Dichte steht und nicht die Masse. M mal G mal H ist die potenzielle Energie. Hier steht Rho mal G mal H. Und das Wichtige, was man meistens annimmt, ist, dass Rho konstant ist, die Dichte. Ist die Dichte konstant in einem Medium? Wir hatten gesagt, naja, das kommt drauf an. So ganz genau ist das nie der Fall. Aber bei Wasser zum Beispiel oder bei Flüssigkeiten, die nur so wenig komprimierbar sind, wenn ich nicht gerade bis in den Marianengraben abtauche, der 10.000 Meter tief ist oder sowas, sondern nur irgendwie hier im Tiergarten, Schwimmbad, dann kann ich sicher sagen, dass Rho ziemlich gut konstant ist. Und dann ist der Druck einfach gegeben durch die Normalkraft, Normalgravitationskraft des Wassers, das sich in einer bestimmten Höhe über einem befindet. Das heißt, was wir hier voraussetzen, ist die Inkompressibilität. Das ist das, was ich voraussetze. Dann kann ich sagen, ich habe diese lineare Höhenabhängigkeit. Je tiefer, desto mehr. Doppelt so tief tauchen, doppelt so hoher Druck. Super einfach. Dann haben wir aber gesagt, bei Gasen, da wissen wir ja eigentlich, dass die kompressibel sind. Ja? Und eine Möglichkeit, die Kompressibilität zu beschreiben, ist P mal V gleich konstant. Das war ja eine wichtige Gleichung. Woher kennen wir die? Wir kennen die daher, dass wir gesagt haben, wir haben selbst nachgemessen an diesem wunderschönen Experiment mit der Wasserstrahlpumpe und dem Wasser, das wir aus dem Wasserhahn geholt haben, dass wir bis auf 2 Atmosphären die Luft komprimiert haben. Okay? Da haben wir gesagt, Druck und Volumen sind umgekehrt proportional zueinander. Aber wir haben noch was anderes gemacht. Auch in dieser Vorlesung haben wir diese Mittelwerte verwendet, die vorhin da oben standen. Und es ist uns gelungen, diese Gleichung zu beweisen. Diese Gleichung zu beweisen, indem wir Kollisionsprozesse von Teilchen, elastische Kollisionsprozesse an Oberflächen verwendet haben. Und haben gesagt, wir schauen mal die Impulsüberträge an und mitteln über die Impulsüberträge. Und wir haben gezeigt, und zwar aus ersten Prinzipien in dieser Vorlesung, eine der wenigen Dinge, die wir wirklich gezeigt haben, ist, dass P mal V konstant ist.
Ja, und wir haben sogar gesagt, wir wissen noch mehr. P mal V ist eigentlich gar nicht konstant, sondern es ist N mal R mal T. Das heißt, P ist nur dann konstant, wenn ich nicht an meiner Stoffmenge drehe, wenn ich nicht vorwitzigerweise einfach doppelt so viel Luft in den Zylinder tue. Offensichtlich verdoppelt sich dann der Druck, das ist banal. Und wenn ich nicht die Temperatur ändere. Ja, ist klar, wenn Dinge heißer werden, wird der Druck auch höher. All das haben wir zusammengefasst unter diesem Konzept der allgemeinen Gasgleichung. Als wir über den Druck geredet haben, den Schweredruck, da wussten wir das noch nicht. Da haben wir gesagt, wir wissen bisher nur, P mal V ist konstant. Und wir haben dann hergeleitet, durch Integration über die Höhe, eine Gleichung für den Luftdruck. Und die sieht jetzt ein bisschen anders aus. Das ist minus H durch H0, wobei H0 die sogenannte Skalenhöhe ist. Und die ist P0 durch Rho0 mal G. Das heißt, hier ist diese Inkompressibilität plötzlich nicht mehr da. Sondern wir haben gesagt, das Ganze ist kompressibel. Wir haben Luft, die man zusammendrücken kann. Die Luft, die auf uns liegt, je mehr über uns liegt, desto mehr wird sie komprimiert. Ist klar, dass es irgendwie eine Exponentialfunktion geben muss. Die Änderung ist proportional zu dem, was schon da ist. Also nach oben gerechnet, genau die negative Exponentialfunktion. Oh, das ist die sogenannte barometrische Höhenformel. Alle diese Drucke, die ich hier jetzt aufgeschrieben habe, sind statische Drucke. Ja? Das heißt, ich habe einfach diese Flüssigkeit oder das Gas und das liegt da und rührt sich nicht von der Stelle. Und wenn es inkompressibel ist, habe ich eine lineare Beziehung. Wenn es kompressibel ist, habe ich eine exponentielle Beziehung. Und jetzt, das soll das Letzte sein, was ich hier noch kurz sage, ist, die Sache ändert sich, wenn ich die Dinge in Bewegung habe. Gase und Flüssigkeiten in Bewegung. Da sieht die Sache anders aus. Das Erste, was wir gesagt haben, ist eigentlich zu kompliziert für uns. Da können wir gar nicht so viel machen. Und das Erste, was wir gesagt haben, wir machen uns das Leben leicht. Das macht man immer so in der Physik. Ja? Wir sagen, das ist alles inkompressibel. Annahme, das ist gut für die Flüssigkeiten. Vermutlich keine so super gute Annahme für Gase. Haben wir gerade da unten selbst gezeigt. Ja? Aber wir können nicht mehr. Und darum machen wir das mal so. Ja? Und was wir typisch angeschaut haben, sind Systeme, die so aussehen hier. Ja, wir haben so Röhren, durch die fließt entweder eine Flüssigkeit oder ein Gas, das ist jetzt egal, weil es dasselbe ist. Und das war so ein Rohr mit sich änderndem Querschnitt. Ja. Daraus haben wir einige ganz interessante Dinge gelernt. Wir haben hier einen Querschnitt und wir haben da einen Querschnitt. Wir sagen, da fließt irgendwas rein und da fließt irgendwas raus. Und wir hatten auch so ein Rohr angeschaut, das den gleichen Querschnitt hatte. Und da fließt irgendwas rein und da fließt irgendwas raus. Und wir haben das eine festgestellt, wir haben gesagt, wenn nichts verloren geht, also hier gibt es eine Geschwindigkeit, mit, das soll ein kleines V sein, wir werden gleich ein großes V sehen, unglücklicherweise, das ist ein kleines V. Wenn nichts verloren geht, dann muss sowohl in diesem als auch in diesem Fall und jedem beliebigen anderen Fall, muss hier genauso viel reinfließen, wie hinten wieder rauskommt oder umgekehrt. Es gibt keine Quellen oder Senken in diesem System. Und das heißt, das war eine andere wichtige Gleichung, die wir hier in vereinfachter Form hingeschrieben haben, die aber sehr wieder fundamental und grundlegend ist. Die ist praktisch genauso grundlegend wie die Energieerhaltung. Und das ist die sogenannte Kontinuitätsgleichung. Vereinfacht ausgedrückt, die Erhaltung von Sachen. Ja? Also in diesem Moment von Luft. Wir können zum Beispiel hier über so etwas reden wie einen Volumenstrom. Das soll jetzt ein großes V sein. Ja? Das ist das Volumen pro Zeit, das da durchfließt. Und das Volumen pro Zeit ist einfach Fläche mal Geschwindigkeit. Weil Geschwindigkeit ist sozusagen diese Strecke hier pro Zeit, die dieses Gas zurücklegt. Multipliziert mit der Fläche gibt es ein Volumen pro Zeit. Das nennen wir den Volumenstrom. Das ist ein großes V hier. V Punkt ist gleich dv1 nach dt. Und hier haben wir einen V2-Punkt. Und das ist ein dv2 nach dt. Okay? Und die Kontinuitätsgleichung sagt, dass diese beiden Dinger gleich sind. Das Volumen, das vorn rausgeht, muss hinten wieder raus, vorn reingehen, muss hinten wieder rauskommen. Es kann nichts verloren gehen. Ich habe gesagt, das mag für diese komischen Röhren hier ein bisschen langweilig sein.
Es gibt viele andere Anwendungen, elektrische Ladungen beispielsweise wird später das sogenannte erste Kirchhoffsche Gesetz sein. Das ist nichts weiter als eine Repräsentation der Kontinuitätsgleichung der Trasse, dass keine elektrischen Ladungen verloren gehen kann. Also auch wieder ein ganz wichtiges grundsätzliches Prinzip. Wenn jetzt aber, wenn das Volumen erhalten ist, wenn nichts verloren gehen kann, aber hier die Fläche viel kleiner ist, dann muss ich irgendwas ändern. Und was muss ich ändern? Die Geschwindigkeit muss ich erhöhen. Wenn ich das Volumen hier hinten wieder rausbringen will und die Fläche kleiner ist, brauche ich eine höhere Geschwindigkeit. Und wir hatten gesehen, dass diese Geschwindigkeit natürlich eine Beschleunigung erfordert und dass ich sowas tun muss wie Beschleunigungsarbeit. Und wir haben gesehen, dass bei solchen Prozessen, in denen also keine Reibung da ist, das sind Prozesse ohne Reibung, dass ich hier die Energieerhaltung formulieren kann. Nicht nur die Kontinuitätsgleichung, sondern auch die Energieerhaltung. Und die Energieerhaltung lautet P plus Rho mal G mal H plus Rho halbe mal V Quadrat ist konstant. Das war die sogenannte Bernoulli-Gleichung. Was sagt die uns? Die sagt uns, dass die potenzielle Energie, also das ist eine konstante Energie, wenn man so will, oder konstanter Druck, das ist einfach ein Druck, den ich von außen anlege, dann gibt es im Grunde eine Art potenzieller Energie. Das ist der schwere Druck hier, der durch die Gravitationsfeld erzeugt wird. Und dann gibt es diesen neuen Term, Rho halbe mal V Quadrat. Das ist die kinetische Energie, die ich erhalte, wenn ich das Gas von der langsamen Geschwindigkeit auf die schnelle beschleunige. Und das ist auch ein Term, der zum Druck beiträgt. Das heißt, wenn ich beispielsweise Druckverhältnisse ausrechnen möchte zwischen dieser und dieser Seite, dann kann ich die Energieerhaltung verwenden und zum Beispiel die Bernoulli-Gleichung, so heißt sie, ansetzen. Und wir hatten Beispiele dafür gemacht in der Vorlesung. Also auch wieder ein Erhaltungssatz. Vielleicht die großartigste Sache in der ganzen Vorlesung, die Sie mitnehmen sollten, ist, Erhaltungssätze haben unglaublich viel Macht in der Physik. Ja, Erhaltungssätze, die immer wieder auftauchen in verschiedenen Formen. Das ist Volumenerhaltung hier, eine relativ exotische Form. Das ist eine Art Druckerhaltung, aber formuliert als Energieerhaltung, Impulserhaltung, Drehimpulserhaltung, erlauben einem alle möglichen Probleme zu lösen. Okay, Sie werden dann auch eine Menge Probleme lösen, aber es wird nicht schlimm, kann ich jetzt schon sagen. Ich sage vorher, dass weniger als 10% durchfallen am Freitag. Okay, viel Glück. Applaus